Kilo hier. Motorradtesten, okay. Orange, 40 Newtonmeter, Zweizylinder, 13 Kubik. Ich würde einfach mal sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moto Lifestyle. Mein Name ist Thilo Günther und ich nehme euch, den Jens und alle anderen hier einfach mit. Und dann gucken wir mal, um was für ein Motorrad es da geht in Portugal. Also bis später, tschüss. So eine schöne Landschaft hier. Und da unten steht schon eine ganze Menge Super Dukes, 1290. So, guten Morgen ihr Lieben, schöne Grüße aus Portugal, von der Algarve aus Portimão, um direkt zu sein. Hier im Hintergrund, seht ihr schon, da hinten ist die Rennstrecke und da geht es jetzt direkt auch schon hin. Wir waren schön frühstücken und der Ablauf wird wie folgt sein. Wir gehen bis 12 Uhr auf die Rennstrecke, das Racebike testen und dann tauschen wir oder machen Mittag, tauschen und gehen direkt rüber auf die Straße und fahren da nochmal 3-4 Stunden. Also, und ich nehme euch mit, los geht's. So, die erste Gruppe steht hier schon direkt vor dem Hotel. Felix, ist das nicht ein schöner Anblick hier? Wunderschön, wunderschön. Also, so kann jeder Morgen beginnen, viel oder? Besser kann man das so gar nicht präsentieren. Guck mal in die Runde hier. Wunderschön. Gutes Wetter hast du auch bestellt, KTM, die können richtig was, ne? Ja, blauer Himmel, Sonnenschein. Tipptopp. Was ich auch noch sagen wollte, ich bin wirklich aufgeregt, ne? Ich bin der Einzige, der mir gestern rausgekriegt in unserem Bus, den der Felix gefahren hat, dass ich noch nie 1290 Super Duke gefahren bin oder generell Super Duke. Und ich war auch noch nie in Portimão. Also zwei Sachen, die hier aufeinandertreffen. Aber ich habe mir da schon jemanden zur Seite geholt, der mir gleich die Strecke zeigt. Also von daher denke ich, kann das ganz gut sein. Mega. Mega. Was hast du, Felix? Schon lecker. Aus richtig. Deiner Feder, richtig? Richtig. Hör mal, richtig lecker. Richtig lecker. Der sieht wirklich klasse aus. Wirklich, wirklich. Das sieht ein nagelneuer Slick aus. Oh, ich glaube, da hat einer wilde Sau schon mitgespielt gestern hier so ein bisschen. Und hier das Sieb, damit da keiner übernachtet. So, es ist 8:30 Uhr sonntagsmorgens. Ich bin echt aufgeregt, weil wir mit der Rennstrecke starten. Und die Wetterbedingungen sehen mega, mega, mega gut aus. Es wird nochmal ein bisschen sauber gemacht hier. Und dann können wir mit diesen Motorrädern hier direkt durchstarten. Mit der Serienbereifung, die Moped. Und wir können dann nachher auch noch wechseln, werden welche vorbereitet mit Slicks, die stehen da hinten drin. Dann kommen wir quasi rein, tauschen das Motorrad und weiter geht's. So, hier haben wir jetzt ein Schnittmodell der neuen 1290 Super Duke. Da kann man mal sehen, wenn ohne Verkleidung alles, wie wenig Motorrad das eigentlich ist. Der dicke V2 Motor mit 140 Newtonmeter und 180 PS. Und dann der neu designte und dreimal steifere Rahmen. Die Techniker haben gestern gesagt, 90% des Motorrads wären alle neu oder überarbeitet. Also das ist schon echt viel. Und ich freue mich, das gleich mal bewegen zu dürfen. Sie hat jetzt neuerdings auch Ram Air, was die Vorgängerin nicht hatte. So, hier kann man noch mal ganz schön sehen, wie das Motorrad nackt aussieht. Wenn die vor einem steht, sieht die ja echt voluminös aus. Hier ist es eigentlich nur ein fetter V2 Motor mit 1300 Kubik. Minimaler Rahmen, ganz kurzer Hilfsrahmen. Und das war's eigentlich, eine fette Gabel und eine lange Schwinge. 90%, glaube ich, gestern haben die gesagt, ist von dem Motorrad angepackt worden und geändert worden. Der Rahmen ist dreimal steifer wie der vom Vorgängermodell. Die Airbox hat mehr Volumen bekommen und was normalerweise nur bei Superbikes oder bei Rennmotorrädern ist, wir haben hier jetzt quasi ein Ram Air, was zwischen der Lampe, sieht man jetzt nicht, zwischen der Lampe hergeht und dann direkt rein in die Einspritzung. Neue Schwinge, was auch neu ist, wir haben jetzt eine Umlenkung da unten, sonst war immer PDS-System angesagt, jetzt haben wir Umlenkung. Und der Drehpunkt der Schwinge hat sich auch verändert, ist auch etwas höher gewandert und der Motor im Rahmen etwas gedreht. Das soll zur Folge haben, dass natürlich das Handling besser wird.
zum Vorgängermodell. Was auch schon gut war, aber man will es natürlich immer besser machen. Ne? Neue Felgen, hat auch gestern erklärt, erstmal berechnet, was wir brauchen. Und dann ging es nachher als letztes zum Design und dann wird teilweise alles wieder übereinander geworfen. Und ja, am Ende kommt dann das raus, was wir hier sehen. Wirklich, wirklich geil. Schnittmodell der Gabel hier, wie die Dämpfung aufgebaut ist. Klasse. Ich freue mich, bin mega gespannt auf das Motorrad. 1290 Super Duke 2020 Version 3.0. Also, ab geht's. Ich war gerade das erste Mal draußen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überfordert gewesen. Die Strecke komplett neu. Dann mit dem Motorrad alles neu. Aber wir haben noch 5 Stints und dann gucken wir mal. Im Moment ist gerade viel, was auf mich so einprasselt, ehrlich. So, jetzt habe ich auch einen erwischt, den kennt ihr alle aus dem Fernsehen, ist ehemals MotoGP gefahren und ist sogar ein Deutscher, da gibt es gar nicht so viele. Da ist er, Alex Hoffmann. Tagchen. Du bist ja auch Ambassador von KTM 1290. Sag mal ganz kurz, was bedeutet die Super Duke für dich, weil das ist ja eigentlich überhaupt kein Racebike, ne? Ja, das ist eher die Geschichte. Ich glaube genau, das ist ja der Punkt, was das so geil macht. Okay. Also, generell, was macht es besonders? Wenn immer ich absteige, bin ich extrem happy. Ja, das heißt, okay. Ich bin ja nicht mehr auf der Suche nach der letzten Zehnte, nicht mehr auf der Suche nach einem WM-Titel, sondern nach viel Spaß auf dem Bike. Und da ist er halt extrem weit vorne mit der Motorencharakteristik, mit dem Drehmoment, okay, mit der Position, die so ein bisschen ein Über-Super-Motor-Bike erinnert. Ja, genau, ja, das stimmt. Ja, stimmt, du kommst auch aus dem Motocross. Genau, immer die Kontrolle, bequem, ob ich mal die Straße fahre. Und dann eben halt auf der Rennstrecke, das ist immer heute hier im Portimao auch. Die Rennstrecke ist schwierig, aber... Ja, das habe ich auch schon mitgekriegt, dass das die, nicht so einfach die Rennversion drüben, also... Ja, ist krass, fett, krass besser, ne? Findest du nicht viele, die jetzt super viel schneller sind. Mit so einem Motorrad, ne? Ja, deswegen, ja. Also, die kann schon alles sehr gut. Ich glaube, das perfekte Bike werden wir nie sehen. Es wird nie das Motorrad geben, das alles kann. Aber die 1290er Super Duke macht meiner Meinung nach schon extrem viel sehr gut. Okay. Und sie ist halt nochmal... was viel dran zu machen, ne? Genau. Und sie oder ist halt schon mal den Schritt besser geworden nochmal zur letzten. Und das ist halt... Wir haben sie hier nochmal alle aufgereiht. Da stehen sie, eine wie die andere. Und ich denke, alle haben hier ein Grinsen, ne? Das sagt ja viel aus über so ein Motorrad. Ne? Ja, mal am Ende des Tages, klar. Ich glaube, Motorräder sind doch irgendwie Liebhaberteilchen. Auf jeden Fall. Der eine stellt sich das in die Garage, damit er in der Kaffeebar gut aussieht und vom Restaurant. Und der andere, der will halt nach Hause kommen und einfach eine geile Zeit gehabt haben. Ja. Ich glaube, da kann man nur hier rüber gucken. Alle freuen sich, das ist immer ganz wichtig. Nach 20 ne? Minuten, das ist halt dieses zufriedene Grinsen. Und das ist gerade für uns Männer ab und zu mal wichtig. Ja, das ist richtig gut, sich abzureagieren. Alles klar, ich danke dir. Ich würde sagen, wir fahren noch ein paar Runden. Und, sicher. Alles klar, danke dir. Ne? Ja. Ciao. Danke, ciao. So, ich werde mal mit dem Chris jetzt rausgehen mit dem Racebike. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Also, los geht's.
mal passieren, habe ich die falsche Hand genommen hier mit dem Airbag dran und zack, dachte mir, haut einer auf den Rücken, Airbag auf. Ne? Und ich hab, ja, und ich dachte, der Felix haut mir auf den Rücken. Scheiße. Naja, egal, ist ja nichts passiert. Ne? Macht eine geile Runde. So, jetzt ganz wichtig, Wheelie Position. Hier wird die Wheelie Position gezeigt. Willst du auch noch ein Wheelie machen gleich? Auf jeden Fall. Gut, das ist schön. Ja. Da freue ich mich drauf. Wir gehen jetzt essen und dann werden wir auf die Straße wechseln. Da bin ich auch schon sehr gespannt, weil das Motorrad ist für die Straße, glaube ich, wie gemacht. Gerader Lenker, gute Sitzposition und du kannst richtig reinhalten. Auch die Straßenreifen, die Bridgestone SC22 hier in 255 17 und in vorne 120 70 17, hat super performt. Guck, wir sind da jetzt 6 Turns mitgefahren. Sieht tipptopp aus. So, für den neuen Tacho habe ich mir den Adrian mal dabei geholt, weil man da kann man so viel einstellen. Und Adrian ist der absolute Fachmann für dieses Ding. Ich mache mal an hier. Und dann können wir hier über den Switch-Schalter links hier das ganze Feld bedienen. So, zeig ich mal her. Genau. Straßenmodus kann man hier umstellen in zum Beispiel Sport- oder Regenmodus. Okay. Dieses Motorrad hat die optionalen Track- und Performance-Modi. Die muss man freischalten lassen, oder wie ist das? Genau, stimmt. Kann man beim Händler freischalten lassen. Damit kann man dann Gasannahme, hat man noch zusätzliche Gasannahme-Track. Okay, ist dann noch direkter quasi, genau. Ne? Man hat eventuell Launch Control und Anti-Wheelie-Modus kann man ausschalten. Das heißt, dass man Wheelie fahren kann und trotzdem Traktionskontrolle aktiv hat. Ja, okay, sehr gut. Dann am Hauptbildschirm kann man hier den, den Schlupf vom Hinterrad kann man so einstellen. Ja, und das kann man natürlich alles während der Fahrt machen. Ne? Das ist ja, da kann man sich so langsam an die Level rantasten. Das ist natürlich mega gut. Was haben wir noch? Jetzt haben wir hier ABS in Supermoto-Modus. Das heißt, dass du nur ABS am Vorderrad hast. Und du hast es gerade auch ausprobiert. Du kannst richtig cool Stoppies dann machen. Genau, du genau. Du hast wirklich viel Kontrolle am Vorderrad. Und nur wenn das Rad sich blockiert, greift der ABS ein. Ja, stimmt. Ich hatte es vorhin einmal normal ABS. Da kannst du, ja, da packst du vorne in die Bremse und dann hast du sofort Klack und hast ABS an. Richtig. Sonst? Ja, KTM MyRide, kann man noch ein Handy verbinden, kann man also navigieren oder Anrufe beantworten über das Display. Wahnsinn, da ist ein richtiger Computer drin, ne? Ja. So gut, dann der Rest ist wahrscheinlich selbstklärend. Was hatten wir da noch? Trips, Daten, ja gut, da steht alles drin. Reifendruck kann man sogar nachgucken, hier sehe ich gerade. Ist jetzt, ja, weil sie nicht an ist. Das Rad muss drehen. Okay, okay. Sieht, ja. Aber ansonsten hat man alle Informationen, die man da braucht. Funktioniert alles wunderbar, Adrian, vielen Dank. Ja, gerne. Und am besten, ihr testet das mal selber. Da sind so viele Einstellmöglichkeiten. Und wenn ihr beim Händler seid oder wenn ihr wirklich so ein Motorrad gekauft habt nachher, dann wisst ihr ruckzuck, wie es geht. Und dann stellt ihr euch hier einfach euren Memory Mode quasi ein und dann geht's los. Also, das war der Tacho. So, die Farbe. Jetzt haben wir mal eine Orange. Finde ich richtig gut. Johannes hat sich da hinten schon versteckt. Ha? Freust du dich auch, jetzt ein bisschen über die Landstraße zu blasen, oder? Besser geht's nicht. Ja, wir haben ja eben gehört, manche haben hier sogar End-Top-Speed getestet, ne? Wir sagen keine Namen, aber man spricht von 3 auf dem Tacho irgendwie und nicht 30, ne? Wow, so müsste man auf eine abgesperrte Strecke gehen, gell? Ja, die suchen wir uns mal. Aber hier, guck mal rum. Ha? Guck mal, ey, mega Wetter. Also, wir sind jetzt gerade die ersten Meter auf der Landstraße gefahren. Die Straßen sind natürlich in Portugal sehr, sehr wellig, aber das Fahrwerk schluckt da super weg, aber genau für sowas ist das Motorrad gemacht. Für die Landstraße, für enge Kurven. Auf der Strecke war auch super, kann man auch machen. Aber mir persönlich liegt das Ding mehr auf der Straße, auf der Landstraße. Der Akrapovic aus dem Zubehör, den können wir mal einmal anmachen, wie der sich so anhört. Ne? Das ist auch Street Legal. Ich denke, das kann sich hören und sehen lassen und das auch mit Zulassung noch. Der Motor kommt der Landstraße natürlich super entgegen. Du kannst total schaltvoll fahren, haust einen Gang rein und das Drehmoment macht das Ganze schon. Der Schaltassistent funktioniert super hoch wie runter. Ich bin jetzt mal im Straßenmodus gefahren, das ist auch super, nimmt dann cutte die Leistung weg, wenn es zu wild wird. Ne? Also ja, rund in eine Runde, super Motorrad. Ein Riesenspaß. So, ich fahre noch eine Runde.
ihr Lieben, was gibt es Schöneres als am Strand? Hier im Hintergrund ist das Meer. Ein Fazit von diesem einen Tag KTM Super Duke. Da hinten stehen sie, die ganzen Bikes zu machen. Ich hatte nie Berührung mit einer Super Duke, bin noch nie eine Super Duke gefahren, bevor ich hingefahren bin. Es ist mittlerweile die dritte Neuauflage der 1290 Super Duke. Und das Motorrad macht es einem sehr einfach, damit klarzukommen. Wenn du dich mal im Gangwechsel vertust oder einen Gang zu hoch fährst, die 140 Newtonmeter Drehmoment, die machen das super weg. 180 PS hört sich erstmal gewaltig viel an, aber durch die verschiedenen Fahrmodi, die man wählen kann, ist niemand damit überfordert mit dem Motorrad. Über die Bremsen, Fahrwerk, das sind feinste Komponenten, Brembo, White Power, Fahrwerk, das arbeitet wunderbar. Also da kann man sich wirklich drauf auf das Motorrad einlassen einfach. Ne? ABS funktioniert alles wunderbar, kann man alles super einstellen. Also es macht wirklich Spaß. Aber was ich sagen muss, der Rennstreckentag hat super Spaß gemacht, war auch richtig gut. Wir konnten die Race Duke fahren mit Slicks, Akrapovic Auspuff und dem extra White Power Fahrwerk, was nochmal Aufpreis kostet. Aber jetzt dann den Wechsel auf die Landstraße, hier durch die Gegend zu fahren und so weiter, das ist mega. Dafür ist das Motorrad gemacht, auch um auf der Landstraße schaltfaul. Einfach die Straße passieren lassen. Ne? Was kommt, die Federung federt das weg. Man kann 200 aufrecht ohne Probleme sitzen, macht überhaupt kein Problem, der Wind. Ne? Und sie soll sogar 300 laufen, laut Tacho. Wir haben es nicht ausprobiert, möchte ich auch gar nicht ausprobieren, aber wer da mal Bock drauf hat, kann es ja machen. Holt euch so ein Ding mal bei KTM und dann probiert es mal aus. Guckt, da hinten kommt schon die nächste Gruppe angefahren und Jens Cook, vielen Dank, dass ich hier hinfliegen durfte. Es hört sich erstmal nicht viel an, es ist nur ein Tag gewesen, aber mega viele Eindrücke. Ich konnte endlich 1290 Super Duke fahren. Und das Motorrad wäre auf jeden Fall für mich in meiner engen Auswahl. Also wer auf Naked Bike steht und einen fetten V2 liebt, der ist hier genau richtig aufgehoben. 3 Jahre entwickelt an dem neuen Motorrad und das ist jetzt das Ergebnis und wirklich, wirklich geil. 90% des Motorrads sind verändert worden. Sehr gut, in die gute Richtung verändert worden. Ich kann leider nicht sagen, wie es zum Vorgänger war, aber was ich so in der Runde gehört habe von den anderen Leuten, war das wohl sehr, sehr vielversprechend. So, das war es auch schon wieder mit einer Folge Moto Lifestyle. Wenn es euch gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, lasst mir jetzt einen Daumen da. Mir hat es mega, mega viel Spaß gemacht. Geiles Motorrad, richtig, richtig, richtig gut. Abonniert den Channel vom Jens und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Also, vielen Dank und schöne Grüße aus Portugal. Ciao, ciao.